Hallo, herzlich willkommen. Moin, moin, liebe Zuschauer. Let's play Minecraft. Jetzt mal wieder eine nächste Runde. Und wir wollen mal sehen, ob wir zumindest heute mal was Ordentliches reißen können. Die letzten Folgen waren natürlich überschaubar. Diese Map wird wahrscheinlich auch überschaubar laufen. Das ist ja nicht meins, ne? Space ist es, glaube ich, heißt die Karte. Oder irgendwie so ähnlich. Ne, ist das Space? Keine Ahnung. Erstens ist das Bett echt immer schwierig bei anderen Teams wegzukriegen. Selbst stelle ich mich aber zu blöd an, das richtig zu verteidigen. Ja, da ist schon ordentlich ein Schwungblöcke mit. Ich habe keine Ahnung, sollte man hier eher hochbauen oder eher gar nicht hochbauen? Mehr habe ich nicht. Laufen wir zurück und bauen erstmal das Bett ein mit den guten Blöcken. Da können wir ja gleich einen ganzen Schwung hier nehmen. So. Dann holen wir uns ein Schwert, holen uns ein bisschen Rüstung, eine Spitzhacke und einen Stock und eine Handvoll normale Blöcke. So, mal gucken, wie es hier weitergeht. Er geht da einfach mal rein. Ich würde lieber noch mal ein bisschen höher gucken. Okay, die sind noch nicht besonders weit vom Bau. Und die hier? Okay, haben da eine Lücke gelassen, damit man da reinfällt. Und die Lücke nutzen wir aus. Also Blöcke gibt es hier natürlich immer vom Start weg en masse. Einfach so viel wie geht. Okay, das ist unser. Da hat schon irgendjemand einen Bogen. Das ist natürlich fies. Fies für uns. Ich werde es aber nochmal versuchen. So, das kriegen wir weg. Ha, das war ja einfach. Danke. Habt ihr mitgemacht. Weiß nicht, ob wir jetzt noch einen Kill kriegen. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Team Gabe war das. Ist auch schon raus. Das war ein bisschen was kann, ne? Aber wir haben ja genug Blöcke eigentlich. Da. Komm, wir versuchen mal durchzukommen. Ach, reicht nicht. Er trifft uns genau und haut uns natürlich runter. Naja. Vielleicht haben wir noch einmal Glück, dass wir irgendwo dran vorbeikommen. Was macht unser Teammate? Rot ist auch nur alleine. Das war natürlich eine krasse Kamikaze-Aktion. Will keiner mein Bett? Doch, wir wollen das eigentlich. Er baut doch nicht echt da hinten so einen mega Weg, ne?
Oh nein, wir fliegen runter. Ach Mist. Aber wir haben zumindest einen mitgenommen und das war auch der gut equipte, den wir zumindest mit in die Tiefe gerissen haben. Und das andere ist echt unser Teammate, ne, der da drüben hinbaut. Ist auch schon fast da. Dann sollten wir eigentlich von dieser Seite nochmal so ein bisschen Ablenkung starten. Nochmal versuchen, da oben rüber zu kommen irgendwie. Oh nein! Ja, okay. Das war ein Bug. Eigentlich fair wäre es jetzt nur reinzuspringen. Aber dann rüsten wir uns wieder aus und laufen hier wieder hin. Außerdem haben wir genau in diesem Moment eh kein Bett mehr. Was natürlich Mist ist. Okay, der baut sich da hinten hoch, der Rote rennt da hinten rum. Was will man machen? Wir haben keine Blöcke mehr. Also was will man machen, ja. Wieder zurückrennen, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, irgendwie mal gucken, wo wir hier eigentlich Gold herkriegen. Vielleicht können wir ja gerade eine Fuhre mitnehmen. Jetzt auch die Frage, kommen wir überhaupt nochmal wieder zurück? Können uns hier ein paar Blöcke schnell holen. Wo ist der Ladung Eisen? Werden uns ein, würde ich behaupten, zumindest eine kleine Rüstung machen, ein Eisenschwert und für das Gold holen wir uns einen kleinen Bogen. Holen uns noch eine zwei Hände voll Blöcke und ein bisschen Fleisch. So. Dann vielleicht noch eine gute Spitzhacke. Ich glaube, das könnte im Zweifel wichtig sein. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier längs kommen. Am liebsten natürlich unbemerkt, ungelernt sollte ich ja unbemerkt diesen Weg nutzen können. Der wird beschossen, guckt aber gerade nach vorne. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Fällig wir das hier machen, ne? Krass. So, wir haben noch ein zweites Bett gekriegt. So, das war schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben beide Lila gekillt. Jetzt gibt es noch Rot, das natürlich ein Bett hat und wahrscheinlich ganz gut equipped sein wird. Zurück im Spiel, würde ich behaupten. Schöne Taktik. Da ist Rot. Wir laufen mal unten längs in der Hoffnung, genau, dass hier nochmal Gold liegt. Wichtiger Kill. Aber jetzt haben wir nicht mehr genug Energie.
Bauen wir ein bisschen hoch und erholen uns. Ja, keine blöde Taktik, so wie er baut. Einfach wild hoch. Wir bauen uns mal noch ein bisschen mehr Plattform. So, ist er tot? Nö. Wir müssen auf jeden Fall von der Seite dann rein. Aber er hat jetzt ja nichts, also warum nicht einfach rein? Das Problem ist nur, wo kommt er genau raus? Yes, der ist runtergefallen. Da haben wir noch gewonnen. Sehr schön. GG, würde ich sagen. Haben wir zumindest zum Abschluss doch nochmal eine Runde gewonnen. 55 Punkte gemacht. Sehr schön. Also denn, ich würde mich über eine Bewertung, einen Kommentar und so natürlich freuen. Und auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also, ne, schönen Tag euch noch. Schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.